Hallo zusammen! Für viele Menschen sind Ausflüge aufs Meer eine einmalige Gelegenheit, die Natur kennenzulernen. Für diesen Mann bot die Fahrt ins Blaue die Chance, ein einmaliges Naturschauspiel auf Film einzufangen. Er wollte die Wale füttern, doch auch die Seemöwen hatten Lust auf die Fische und diese kamen in Schwärmen. Wale werden mehrere hundert Meter lang und sind Dutzende Tonnen schwer. Die riesigen Meeresbewohner verbergen sich meist vor den Menschen und schwimmen stattdessen am Meeresgrund. Wer diese großen Säuger dennoch beobachten möchte, muss weit aufs Meer hinausfahren. Dieser Urlauber in Alaska hat es dennoch geschafft, eines der mächtigen Tiere auf Film einzufangen. Und dabei sogar noch mehrere hundert Möwen, die von dem Wal ebenso ehrfürchtig waren wie der Mann. Denn statt einem einzigen Wal erhebt sich gleich eine ganze Herde aus den Tiefen des Meeres. Zu den Walen gesellen sich dann noch weitere Tiere und all das hat der Mann mit seiner Kamera festgehalten und ins Netz gestellt. Die Aufnahmen sind beeindruckend und verraten uns, dass Tiere und Menschen manchmal wirklich gut miteinander auskommen. Der Mann schaltete seine Kamera gerade noch rechtzeitig an. Der Film zeigt, wie das Wasser rund um sein Boot meterhohe Wellen schlägt. Ein dunkler Schatten taucht aus den Untiefen vor Alaskas Küste auf. Ein gigantischer Wal. Bevor der Mann es realisiert, taucht bereits der nächste Wal auf und dann noch einer. Zum Schluss wird das kleine Boot des Mannes von dutzenden Walen begleitet, die als dunkle Umrisse unter der Meeresoberfläche zu sehen sind. Ein solches Spektakel konnte bislang noch nie zuvor auf Kamera eingefangen werden. Die Aufnahmen des Mannes bergen jedoch noch eine letzte große Überraschung. Die Möwen, die er zuvor an der Küste beobachtet hatte, wollen ebenfalls ihren Teil der leckeren Fische abhaben. Zum Schluss sind es mehr als 10 Wale, die der Mann zählt. Nicht nur der Mann ist von dem plötzlichen Ansturm der Wale überrascht. Die Möwen, die gerade von der Küste aufs Meer hinausgeflogen waren, beobachteten das Ereignis mindestens ebenso gespannt. Immer mehr Vögel versammeln sich am wolkenverhangenen Himmel vor Alaskas Küste. Schließlich sind es so viele, dass der Himmel sich verdunkelt. Und die Wale? Die werfen sich glücklich auf den Rücken, während die Möwen und das Boot herumfliegen und versuchen, den ein oder anderen Fisch abzugreifen. Wow, zu mehr fehlten dem Mann zunächst die Worte, als er die Seemöwen am Himmel bemerkt. Doch dann, ich höre sie, oh mein Gott, das ist unglaublich. Die Begeisterung in der Stimme des Mannes lässt uns nur erahnen, wie dieses Schauspiel wohl von Angesicht zu Angesicht mit den Tieren gewirkt haben muss. Was dann geschieht, schaut ihr euch auf dem Video am besten selber an. So Freunde, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.